Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Together Minecraft, diesmal mit Sabrina und dem guten Silas. Wie guckst du denn aus? Ja, ich weiß. Und er ist wieder da. Er hat wieder bei uns geschlafen und er lässt uns einfach nicht in Ruhe. Ja. Irgendwann schmeißen wir dich die Klippe runter. Okay? Ist das gut so? Du hast hier, du hast ein kleines Supper-Problem. Kann das sein? Oh ja, ich glaube, ich muss mir mal kurz den Mund abwischen. Ja, bitte. Das ist sehr, sehr unangenehm, was du da machst. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind in der Höhle erkunden gewesen, ne? Genau. Aber sollen wir uns da so, ne? Also, ich würde sagen, wir sperren erstmal die Villager ein, weil wir haben nur noch 3 Stück. Und wenn die von Zombies zombifiziert werden, haben wir gar keine mehr. Haben wir eigentlich nicht langsam genug Eisen für einen Eisengolem? Wir haben eigentlich einen Eisengolem. Ja, wir haben einen, aber wenn die hier so frei rumrennen, sterben die trotzdem. Oder warum haben wir nur noch 3? Oder waren das immer nur 3? Ich weiß es gar nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Eigentlich müssten wir ja nur mal in irgendein Haus viele Betten machen, oder? Dann kommen wieder welche. Ja, also so könnten wir sie züchten. Erstmal wieder auch Verwohner züchten. Ja. Ja, zu uns kommen sie eben leider dann doch zu wenig, als dass unsere Betten was bringen würden. Wie machen wir das? Sollen wir Betten machen? Haben wir überhaupt noch genug Wolle? Vor allem, wo haben wir Wolle? Also wir können einfach die Schafe hier scheren. Mhm, ich habe schon wieder genug für 2 Betten, weil ich glaube, die unterschiedlichen Farben kann man ja nicht mehr mischen. Wir haben hier 41 weiße Wolle noch. Okay, das reicht locker, dann brauche ich gar nicht mehr weiter scheren. Nee, ich dachte ja, ich habe doch letztes Mal ziemlich viele geschert. Silas, du kannst dir ruhig Ausrüstung hier machen. Also ja, ich hatte mir schon eine Steinaxt und eine Steinspitzhacke gemacht. Vielleicht aber auch ein Schwert zur Verteidigung? Das brauche ich nicht, ich bin stark. Okay. Ich muss Betten machen. So, Betten, Betten. Nee, nicht im Ofen, wo bin ich denn wieder? Also dieses Texture-Pack, ne, das verwirrt mich nach wie vor. Oh. Ja, aber schon. Wir können noch mal ein anderes reinnehmen, wenn du möchtest. Nö, nö. Aber das ist so... Ja, ist ja ganz anders. Also ich schmeiße jetzt einfach mal... Wo soll ich den Betten reinschmeißen? Hat er Platz? Am besten in irgendein zentrales Haus. Wo? Hallo! Sabrina! Wo bist du? Ihr habt mich eingesperrt. Wo, im Haus, oder? Ja! Da! Er schon wieder. Ach so, weil... Oh, dieser Villager, also wirklich. Was hat der für ein Problem? Hör mal auf! Oh, welches Haus nehmen wir? Wir müssen irgendwie. So, ich habe unser Problem gelöst. Ja, einfach eingesperrt. Das hat er nur davon. Du bist ja Wahnsinn. Der ist jetzt einfach ohne Verhandlung für ein paar Tage im Gefängnis. Genau. Okay. Sagst du Fitz. Genau. Welches Haus nehmen wir jetzt für die Zucht? Also hier hinten sind 2, die wären schon mal wahrscheinlich gut, um sie zu paaren. Wir könnten einfach hier ein Haus reinbauen in den Stein kurz. Ja, ja genau, dann machen wir den da einfach ein bisschen Platz. Aber ich habe dich aus den Augen verloren, Sabrina. Hier hinten. Also, hier, hallo. Ah! Hallo! Einmal kurz aufgepasst und schon. So. Ah ja. Das hier wird es wird unsere schöne Villager-Zucht. Genau. ach das ja. Das Zuchthaus. Ein Träumchen. Hat jemand von euch eine Fackel? Nicht, dass ihr dann gleich einen Creeper spawnt und alle Villager... Ich gehe mal welche holen. Ah, sehr gut. Oh, ich hätte 72. Okay, das reicht. Wow. Das reicht. Ich hab ja alles hier, was ist hier los? Perfekt ausgerüstet. Ja. Ja, wie ist das passiert?
durch unseren Höhlengang. Oh, oh, oh. Hier ist eine Höhle. Oh, super. Oh, ich höre sogar schon was. Jetzt brauche ich vielleicht doch ein Schwert. Geht ja mal eins machen. Ja, mache ich. Am besten wir machen es 3 hoch, dann ist es ein bisschen gemütlicher hier drin. Brauchen es vielleicht gemütlich auch? Ja, die sollen sich doch fortpflanzen da. Ach so. Ja, gut. Überredet. So viel Arbeit für das bisschen Villager. Oh, die Höhle ist ziemlich klein, aber... Ja, aber irgendwo ist noch was Größeres, sonst würde hier nicht die ganze Zeit was grummeln, oder? Ich mach die mal zu, damit die Villager da nicht reinfallen. Eigentlich könnten wir das auch gleich auskleiden, wenn wir schon dabei sind, oder? Soll ich irgendwas mitbringen? Ich bin gerade beim Haus. Am besten vielleicht Holz. Irgendwie Stämme und Bretter, wenn welche da sind. Ich guck mal, was ich alles mitnehmen kann, was ich alles finde. Oh Gott, der Zombie. Sabrina hört ihn wahrscheinlich wieder gar nicht, weil das Spiel so leise ist, oder? Doch, ich höre ihn ein bisschen. Also ziemlich leise, weil ich habe halt noch die Hintergrundmusik an und die übertönt etwas. Aber wenn ich die leiser stelle, dann hört man es im Video halt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das eingestellt kriege, dass das besser funktioniert. Ich mache das nachher erst beim Schneiden rein. Bitte, bitte. Von dem her ist das bei mir jetzt nicht so tragisch. Wenn ich schneide, dann werden meine Videos riesig irgendwie. Die haben dann teilweise 5 GB, dann lade ich eine ganze Nacht dran ein. Warum? Weiß ich nicht. Das ist aber komisch, du. Wollen wir den in Cobblestone-Boden machen? Ja. Okay, dann fange ich einfach mal. Dann haben die einfach einen Fliesenboden. Ja, ja, genau. Es ist kein billiger Cobblestone, es sind teure Echtstein-Look-Fliesen. Ja, auf jeden Fall. Total. Dann sind sie zufrieden. Das ist der absolut neue Trend. Genau. Das will jeder bei sich drin haben. Ist ja auch ein schönes Muster. Oh, auf jeden Fall. Okay. Achso, erreicht uns die Grüße schon? Ja, oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Kriegen halt erstmal ein kleines Haus. Dann mache ich aber hier noch die Wand weg. Das ein bisschen größer ist. Ich kleide es ein bisschen aus, weil meine Spitzhacke ist schon kaputt. Passt. Und wie es hier grummelt. So. Fackel. Und da auch nochmal eine hin. Auch im Trend ist übrigens der neue Erdboden da oben. Ja, ja. Ja. Also der ist ja... Der ist wunderschön. So, ja, so richtig heimelig fühlt. Ja. Komisch, dass alle Villager jetzt auf einmal weg sind. Die waren doch vorhin noch hier. Ich glaube, die haben nicht so Bock da drauf. Die kriegen sogar Dekosäulen hier. Oh, oh. Schön. Ja, jetzt aber. Also, mehr Luxus geht doch gar nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Nicht übertreiben. Nachher wollen die gar nicht mehr in ihr eigenes Haus gehen. Ja, die sind hier herzlich willkommen. Die haben hier auf jeden Fall ein großes Bett. Das wird größer, das wird noch viel größer. Oh, oh. Ich habe so viele Betten dabei. Die können, das ist die Fortpflanzungshöhle. Oh. Wie eine kleine Fabrik. Ja, gehen sie hier auch rein dann? Mögen die das, wenn das alles so übereinander ist? Schon, oder? Ja, solange sie reinlaufen können, ist eigentlich alles gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst halt noch reinpassen da. So, mehr habe ich nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 Betten. Es dürfte reichen. Ja, ich bin gerade im Haus, ich bringe gleich eine mit. Oh, okay, ich habe schon eine reingebaut. Ach so, okay. Ach, brauchen die noch was? Sollen wir den Luxus total übertreiben und ihnen Laternen geben? Oh. Das wäre der Wahnsinn. Ja. Ach, ist das herrlich schön. Das können sie bekommen, oder? Ich mache mal 4 Laternen für unsere Villager. Das ist schön, das ist gut. Geh weg, du Stein. Wird es schon wieder dunkel? Wir haben doch erst geschlafen. Ah, ja.
Der Tag geht schnell vorbei. Ja, auf jeden Fall. Brutal. Also kommt ihr erstmal nach Hause, dass wir schlafen können? Ja. Oder willst du in der Villager-Höhle schlafen? Ach, könnt ihr auch. Oskar, geht es gut bei euch, würde ich sagen. Ja, ja, er ist in Sicherheit bei uns. Wir kümmern uns um ihn. Danke, ich schlafe. Ach, schön. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Hier ist eine Spinne. Na dann, viel Spaß. Oh, hier sind zwei Spinnen. Hast du nicht richtig ausgeleuchtet? Nee, die sind nicht drinnen, die sind draußen. Ach so. Aber der Eisengolem kümmert sich drum. Gut. Ich seh ihn schon. Gute Arbeit, ja, Eisengolem. Ja. Genau, das sind die zwei. Oh, das ist mein Freund. Ah ja. Ja. Der tut ja gar nichts. Nee. Am Tag tut er oder tut die Spinne gar nichts. Aber reiten kann ich leider nicht. Hallo. Irgendwann wusste ich das auch mal. Und gleich wieder vergessen. Und jetzt gibt es das Luxusobjekt schlechthin in unserer Villager-Höhle. Oh Gott. Denen geht's zu gut. Das sieht wunderschön aus. Danke. Es war eine wundervolle Arbeit. Ja. Oh ja. Aber ganz ehrlich, dich anzugucken ist schon echt schwierig. Silas, du müsstest dir wirklich mal ordentlich den Mund putzen. Ja, beim nächsten Mal. Ach, ich baue denen mal eine Treppe hoch, damit die überhaupt in ihr Haus kommen. Die Idioten sind einfach runtergesprungen. Oh Gott. Oder hatten sie einfach nur Angst vor dem, was ihnen bevorsteht? Das wäre auch sehr gut möglich. Oh. Gucken, ob hier oben noch irgendwo einer ist. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr zerklüftetes Dorf. Ja. Hier geht's drunter und drüber. Aber ich finde das voll schön. Ich auch. Den Wasserfall. Habt ihr eigentlich die Kiste mit den Emeralds hier schon gesehen? Och, nö. Nein, wir haben die, glaube ich, noch gar nicht geplündert. Ach so. Die Kiste. Das stimmt. Dann lasse ich euch das mal so stehen. Wir haben hier einfach nur zu bauen begonnen, ne? Ja. Alles andere voll ignoriert. Ist jetzt halt keine schöne Treppe, aber sie dürfte reichen, damit die nach Hause können. Ja, vielleicht sind die daran auch gestorben, dass die da immer runtergefallen sind überall. Das wäre gut möglich, ja. Hallo Leute. Ja. Gut. Geh mal noch ein paar Treppenstufen machen. Dann müssen sie nicht immer springen. Und vielleicht noch eine Mauer, damit sie nicht mehr runterfallen können, sondern noch die Treppe verwenden. Gehen die da jetzt nachts so automatisch rein, oder wie ist das? Eigentlich schon. Okay. Also meiner Erfahrung nach zumindest. Also gerade eben vorhin lag ich alleine da, in den 13 Betten. Oh, du Arme. Die sind halt nicht mehr hochgekommen. Ach so. Nachdem sie runtergefallen waren. Ah ja. Ja, das gibt natürlich voll Sinn. Ups. Und dann können die da unten ja auch nirgends mehr schlafen. Ja. Deswegen. Ja. Ach, Sabrina, gut, dass du aufgepasst hast. Danke. Eieiei. So, jetzt haben sie... Nein, das war falsch. Ich habe die Treppe falsch rumgesetzt. Ah ja. Aber jetzt haben sie einen schönen Aufgang und müssen nicht mal mehr springen. Also wenn sie jetzt nicht ins Bett gehen, dann weiß ich auch nicht. Dann wollen sie es einfach wirklich nicht, dann ist vorbei. Dann haben wir einfach Suizid-Villager, die lieber sterben wollen, als unsere mit Mühe gebauten Häuser zu verwenden. Ja. Na guck, Kindersicherung gibt's hier noch. Kleines Gitter. Schön. Sie nicht mehr rausfallen. Ach Gott. So. Eigentlich müsste ich auf der Seite auch noch eine Kindersicherung machen. Ja, ich gehe noch mal ein paar Matten machen. Hier auf der Seite muss man es eigentlich nicht, weil wenn die runterfallen, fallen sie ins Wasser und ist eigentlich egal. Das ist gut, dass hier so viele Wasserfälle sind. Ja. Ich sag's ja. Das ist natürlich schon. Ist da ein Loch unten? Wo denn? Da unten in der Mitte.
Nö. Und dann hier? Da, ja. Da, genau. Ach, ein kleines Loch, genau. Das hat hier voll tief ausgeschaut von oben. Ja, aber ich habe es repariert. Ha. Ja, sehr schön, sehr schön. Der Villager denn? Ich glaube, der geht einfach baden. Der geht baden? Aber der möchte auch nicht mit mir sprechen, der wackelt nur mit dem Kopf. Hallo. Das bedeutet, dass sie keinen Job haben und ich mit denen handeln kann, wenn sie das machen. Okay. Aber man muss sich doch auch mal waschen, das ist schon ganz in Ordnung so. Das stimmt. Der gute Fischmensch. Oh ja. So, hallo Eisengolem. Jetzt sind deine Villager hoffentlich dann sicher. Na bestimmt. Und dann können wir nächste Folge mal erkunden gehen, oder? Ist ja. Das in Ordnung? Ja, natürlich. Ich renne hier voll sinnlos rum. Hä? Hä? Aber die sehen richtig gut aus, die Steinmauern. Ja, das ist irgendwie eine neue Textur. Ja. Schön. Ich glaube, die kann man jetzt auch stapeln, ohne dass es so hässlich aussieht. Das wollte ich nicht, warte mal. Ach, das also, sind die Laternen. So? Oh Gott. Ich habe Halluzinationen. Ja, das sieht richtig cool aus. Ja, jetzt kann man so doppelte Mauern machen. Ja, richtig gut. Das gefällt mir. Ja. Ja, ja. Dann war es das wahrscheinlich diese Folge auch schon wieder, oder? Ja, wir sind bei 16 Minuten. Ja. Die Villager sind gerettet, das ist das Wichtigste. Ja, die kommen jetzt schön in ihr Haus rein und haben ein Haus, also ein altes Bettenhaus. Ein wunderschönes Haus. Oh ja. Mit purem Luxus. Also wirklich diese Laternen. Also, ja, ja. Das ist ein Traum. Der Wahnsinn. Ja. Na gut. Dann, liebe Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Schaut auch bei Sabrina auf den Kanal, denn sie hat wahrscheinlich heute mehr geschaffen wie ich. Du hast doch auch viel geschafft. Du hattest die Fackeln. Ja, ich hatte ohne die Fackeln. Hätten wir gar nichts bauen können, weil dann Zombies gespawnt wären. Die Fackeln. Na gut. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen traumhaften Tag und bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.